Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, wir müssen uns auf den Blutmond vorbereiten, ganz wichtig. Das heißt, wir werden zum Händler gehen, unsere Quest abgeben und gucken, was der uns noch gibt. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ist die Alte da durch, ist du. Ich muss mir hier Sachen mitnehmen und trinken und so. Über Stunden hockt die da drinne. Stunden. Weiß nicht, was sie machen soll. Nee, ich bin gerade echt überfordert, was ich mitnehmen soll. Hattest du, was war denn deine letzte Quest? Musstest du auch so eine Box holen für den Händler? Nee, ich hatte ja schon wieder eine andere. Ich hatte ja schon wieder die Box und dann hatte ich ja nochmal säubern, was wir ja gemacht haben so, zum Schluss. Ja. Du hattest das ja mit der Box dann. Genau. Ja, dann gehen wir jetzt mal los. Ja. Ja. Jasmin. Mach mal die Tür bitte zu, danke. Wir brauchen. Und da hinten war doch wieder irgendwie Qualm letztes Mal, ne? Nee, das war doch woanders. Hä, das war doch. Ja, war also schon da hinten, aber Richtung da, Brandgebiet. Da, wo die Birke hoch ist, dieser Strich. Genau, Richtung Brandgebiet. Ja. Ganz weit weg. Hä? Wieso bin ich denn infiziert? Achso, ich war ja noch infiziert, ne? Stimmt ja. Musst du in meiner weg, Nähe ne? sein? Na gut. Lass mich in Ruhe. Wir spielen Fangen. Du bist. Hihihihi, du kriegst mich nicht. Sie kommt. Ich getroffen. Okay, ich bin dran. Aha. Du bist. Wollen wir den Baum hier mitnehmen? Der Baum. Den Baum. Wir brauchen ja sowieso wieder neues Holz. Holz vor der Hütte. Holz vor der Hütte. Ein bisschen doof, dass ich infiziert bin. Ein bisschen infiziert, dass du doof bist. Dann bin ich ein bisschen langsamer. Echt jetzt? Ja, meine Ausdauer ist nicht ganz bei 115. Aber es könnte auch daran liegen, weil ich Hunger hab. Ja, schieb dir mal ein paar dicke Eier in den Mund. So, habe ich denn... Ja, sicher habe ich... so. Könnten wir in dem Kleidungsladen wieder Loot haben? Weiß ich nicht. Das gucken wir mal. Müssen wir mal gucken, weil da gibt es auch Munition. Das Vogelnest ist leer. Ah, ich weiß jetzt leider. Leere Mülltonne. Ich weiß jetzt leider nicht, an welchem Tag wir hier waren. Wir waren doch erst. Komme ich hier nicht rein? Wo ist denn hier einer? Bei dir? Ja, im Laden. Dass wir erst hier waren und gesäubert haben, haben die schon wieder vergessen. Oh Gott, ist hier viel. Okay, wir laufen einmal im Kreis. Was ist viel? Zombies? Ja. Oh. Ha! Ich hab keine Ausdauer. Hilfe, Jasmin, ich bin infiziert. Ja, ich ja. auch. Bist du weiter zum Händler gegangen? Ach, da bist du. Dankeschön. Oh, ich dachte, du wärst das. Ja, ich bin's auch. Wohl wieder. Nein, ich meine, gestern, ey. Ah, hier ist noch ein leeres Glas. Nee, das ist alles leer, Schatz. Was? Wo ist denn hier noch einer? Leer. Da hinten kommen die alle. Leere Munitionsvitrine. Ja, haben wir leider kein Glück. Ey. Guten Tag. Sommerschlussverkauf. Heckknüppel zum Preis von einem. Lootback hat sich doch gelohnt. Möchtest du? Nimm mal, ich hab den letztes Mal gehabt.
Okay, Ah, ich Jasmin, finde nur Knochen hier. reiß dich zusammen. Was denn jetzt? 14 Schrotflintenpatronen. Ja, geil. Wir haben sogar jetzt eine Schrotflinte mittlerweile. Hier sind doch überall Klamotten drin. Ein Glas roter Tee. Ja, aber die Klamotten sind doch Schmutz, oder? Hey, ist Und nice, aber egal. jetzt kommt das Wichtigste, da wirst du dich richtig drüber freuen. Eine Dose Hundefutter. Yummy. Kann man sich eigentlich auch einen Hund holen? Ich hab dir erstmal ein schönes Hemd gekauft. Gekauft oder geklaut? Ja, Geliehen. geliehen. Ich bin schon voll. Warum? Oh, Was? Bigfoot, Dicky kommt. Wegen Klamotten? Ja. Wie im wahren Leben. Ja, absolut kaufsüchtig, die Frau. Die hat noch einen Schlüpper vom vorletzten Jahr, der passt. Nein, der muss ja geteilt, der muss ja neu gekauft werden, noch einer, falls der eine mal gewaschen werden soll. Will noch einer hier auf die Schnauze oder was? Oder ist jetzt fertig hier? Ich habe immer noch ich habe immer noch einen Schlüpper, schon seitdem ich 12 bin. Ah Ja. ja. Und der musste auch noch nicht gewaschen werden. Oh, ich bin echt überladen. Das ist ein bisschen blöde. Ja, ich würde dir was abnehmen, aber du hast bestimmt nur Klamotten, ne? Ich esse mal was, muss sowieso was essen, dann kann ich einmal das Trinken runterziehen. Bin ich Hier nur ist noch halt. viel Oh, jetzt habe ich aus überladen. Versehen Klamotten mitgenommen. Oh. Die will ich ja gar nicht. Nee, will er gar nicht. Ein Hoodie. Hoodie, Hoodie, Hood. Hoodie, Hood, Hood. Hoodie, Hood Naja, Picker. so wollen wir jetzt erstmal Ahnung. Ja, lass mal Richtung Händler stratzen. Ich bin zu 0,8% infiziert und du? 15,6. Das heißt, du hast mich angesteckt. Wo müssen wir jetzt? Warte, Ich hätte oh, auf ich meine muss den da Mutter jetzt. hören sollen. Was hat die gesagt? Sie hat gesagt, nimm immer ein Kondom. Achso. Na gut. Hast ja schon zweimal nicht gemacht. Was? Ich bin Oder was? Jungfrau. Nichts da. Leer. Hast du das gehört, Jasmin? Nein, du? Nö. Na siehst du. Wo bist du? Hier, hinter dir. Hä? Ich schraube mir gerade richtig dicke Eier rein. Ja. Ich hoffe, beim Händler gibt es was Gutes. Wollen wir Stein auch noch mitnehmen? Ja, genau. Du machst da, ich mach hier. Ich nehme jetzt das mit, was ich noch mitnehmen kann. Holz. Und Stein. Aber ich habe keine Ausdauer, ey. Bist du verrückt? Du musst schon rufen, Baumfeld. Baumfeld. Was hättest du gemacht, wenn da jetzt einer drunter Ah, gelegen hätte? Wasser. Oh, ich habe gar keine Das Ausdauer, ey. hättest du aber der Berufsgenossenschaft erklärt. Meinst du, man kann hier unendlich viel trinken oder würde dir irgendwann sagen, du, da passt nichts mehr rein? Nicht. So dass das in dem gleichen, so mit 2 Bar unten schon rausläuft, wie du es oben reinkippst, weißt du? Ach so, wo bist du überhaupt? Da hinten. Ah, das ist echt gut mit dem Infizieren sein, ey. Das Alter, war wie kein bist denn du so Gegen. weit gekommen? Gelaufen. Irgendwie doof, dass man sich nicht damit überspritzen kann, ne? Was denn die Infektion vernichtet. Ja, du willst dir immer gleich was spritzen, ne? Was denn? Hä? Ich hol auf.
Wie hast du dein Fahrrad mitgenommen? In meiner Hosentasche. Inventar? Hast du kein Fahrrad in der Hosentasche? Ich hab nicht mal ein Fahrrad. Damit ich mit dir mithalten kann. Vorsicht rechts! Das spart mega Ausdauer. Da ist noch nichts nachgespawnt. Ja, da waren wir ja auch gestern erst. Ich würde gerne einmal. Du weißt doch, wo wir hergekommen sind, als wir gespawnt sind, wo dieses Auto war und dieses Haus, dieser Schweizer Käse, ne? Mhm. Da würde ich gerne nochmal langfahren, um zu gucken, ob da noch Häuser sind zum Looten. What the fuck ist hier gerade passiert? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Hä? Ach so, der Händler hat noch zu. Oh, was macht denn der auf? Ja. Wie spät haben wir es denn? Kannst du Federn abnehmen? Ich glaube, in einer halben Stunde macht der erste auf. Der schmeißt mich hier immer raus. Hier, kannst du Federn nehmen? Wo bist du denn? Hier, hinter dir. Ach, das ist ja praktisch. Ja, ich war eben auf der anderen Seite. Federn? Ja. Knochen? Ja. Pfeile? Ja. Kann ich nur nicht mit dem Bogen schießen, ist ja egal. Treff sowieso nicht. Warte, einmal umsortieren hier. Ei? Habe ich nicht, kann ich aber nehmen. Bin ich jetzt nur noch drei überladen? Hast du oben freie Slots oder im Gürtel? Nee, ich hab schon gemacht. Ach so, oh Gott. Ich hab Klamotten geshoppt. Gebrauch kein Mensch. Mir doch egal. Ach, guck mal, das habe ich doppelt. Das Malerpinsel. Holz und Leder. Selbstgebautes Maschinengewehr. So. Lappen? Selber Lappen. Also diese Fetzen. Ja, komm, gib mir den Fetzen noch und dann ist den reicht. Ja, hier. Oh. War das eine Anspielung? Nein, ich komme hier mal auf den falschen Weg. Hast du jetzt die anderen Kleidungsteile mitgenommen? Die zwei Kleidungsteile hättest du weglassen können. Die waren doppelt. Meinst du das Hemd? Ja, oder eins, ja. Dann zerlege ich das. So. Ja. Ja. Was können wir hier noch Cooles bauen eigentlich? Holzkellertür, ein Baumstamm. Wir können einen Holzklotz bauen. Das ist ein Holzklotz. Holzkopf bist du. Holzkopf. Eisenfensterläden. Denken wir. Wir können eine Kerze machen. Ein Kerzentisch. Kerzen konnten wir schon vor lange machen. Spülbecken und Toilette. Oh. Werkbank leider nicht. Die lässt echt auf sich warten, ey. Ah, ich hätte wieder einen Fertigkeitspunkt. Wo wollen wir den reinschmeißen? Ich hatte schon einen. Ich hab den schon genommen. Ich könnte das entweder oder bei Hauptader noch reinschmeißen. Mhm. Dann würde ich noch mehr Holz und Stein und sowas kriegen. Mhm. Oder ich weiß nicht, wie wichtig die Werkbank ist. Aber die dafür brauchen wir müsste für ich, vieles eigentlich, ne? Ja, aber ich müsste Intelligenz auf Level 4 machen. Also, das ist schwer für dich. So, hat er jetzt endlich auf? Oh, das ist so richtig. Es ist absolut die Qual der Wahl. Aber ich würde vielleicht alles immer so ein bisschen leveln. 6 Uhr. Nee, hat der nicht gebrüllt, als der zugemacht hat?
Ja, ist immer noch zu. Wie, der hat gebrüllt. Ich hab nichts gehört. Na, da war doch, als der zugemacht hat, irgend so ein Sound. Holzi, 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 Holz. Ah, lange braucht er denn? Ah, so, und schau. Ja, ja. Mach die Tür auf, Alter. Komm. Wird ja auch mal Zeit hier mit 4 Minuten Verspätung, 6. Also wirklich. Ja, ohne Witz. Also Pünktlichkeit. Heute, Junge, oder was? Pünktlichkeit ist nicht Trader Joe's Strukturelle Klammermod oder beschwerte Kopfmod? Beschwerte Kopfmod habe ich ja schon. Let us speak, Survivor. Ja, musst du entscheiden, ne? Kann ich dir auch nicht mal alles abnehmen hier. Klammermod. Egal, nämlich Trader Joe an auf der Lampe. Many thanks. So, was kommt? Vorräte. Belohnung, Handgriff oder Holzsplittermod? Holzsplittermod. Haben wir die nicht sogar? Soll vergraben, Vorräte vergraben. Hab ich die nicht auf meiner Axt verändern? Holzsplittermod. Jetzt wäre die Frage, kann ich dann noch eine raufpacken? Thank you, Survivor. My family. Aber eine Handgriff-Mod habe ich auch, bin ich der Meinung. Ich glaube, ich mache beseitige Zombies, oder? Ich vergrabe Vorräte. Ja, beseitige Zombies. Ich mache auch beseitige Zombies, aber mit 480 Meter weit weg. Damit ich mal was von der Map sehe. Hey, wieso bin ich denn schon wieder 2 überladen? Achso, Münzen und diese komische Klammermod. Wo ist denn das ganz weit da hinten? Münzen und eine Klammermod. So, kann ich denn jetzt eigentlich, wenn ich den verändern will, ne? Die Modifikation in den zweiten... Ne. Ist das schon raus wieder? Ja. Oh, ich kann's hier nicht rein, oder was? Ich muss links rum. Wo musst du hin? Ich muss ganz weit nach Westen, aber ich wollte ganz woanders hin. Einmal. Wollt mal gucken, ob es noch irgendwelche spannenden Ortschaften gibt. Obwohl, wir waren ja auch letztes Mal da, wo der Zombie war. Kann man bei denen nichts auch kaufen? Doch, du kannst auch was kaufen, wenn du Jetons mit hast. Ja, habe ich ja gekriegt eben anscheinend. Ach so. Ja, ich auch. Ja, 800 Stück. Was kann man da kaufen? Muss mal gucken. Ich gehe dann schon mal los, ne? Wo gehst du denn hin? Häuser gucken. Häuser gucken. Häuser gucken. Ich will den Immobilienmarkt abchecken. Mhm. Jetzt, wo wir so Dollar aufwerten, da muss ja, ne? Da muss man die Konkurrenz im Auge behalten. So, was brauchen wir denn? Scheinwerfer. Oh, reicht mein Geld nicht. Ja, ich weiß nicht, wie teuer das alles ist. Ich hoffe, Scheinwerfer 930. Es wäre dumm, wenn ich jetzt zu den Häusern laufe. Zum einen, weil ich so viel... Ich habe ja schon so ein bisschen was im Inventar, was ich verlieren könnte. Dann muss mein Schlagknüppel erstmal repariert werden. Und was noch viel schlimmer ist, ich bin ja gar nicht essenstechnisch ausgestattet. Gießpulver, Öl. Bräuchten wir irgendwas? Bestimmtes? Ein lustiges Gesprächsthema. Na, dann schlag mal was vor. Hau mal einen raus. Ein Eimer? Du bist ein Eimer. Achso, hier. Was kann man mit dem Eimer machen? Keine Ahnung. Steht das da irgendwo? Ja, wenn du den anklickst, steht da rechts im... Ein leerer Eimer kann mit Wasser gefüllt werden, womit es transportiert werden kann. Sind die Gläser einen ganzen Eimer vielleicht? Ja, kann ich die Gläser mit dem... Ja, dann können wir mal ausprobieren, ob man die Gläser damit auffüllen kann. Ja, so Vitamine,
Verband. Kein Dose Bunnyhop. Schrammen, Dose Birnen, Großvaters Irresoße, Heidelbeersamen, Kartoffelsaat, Goldrudesamen, Penner-Eintopf. Penner? Ja. Penner? Ja, von der Penne. Aber mit Grr? Ja. Also Penner? Ja, wie vom Penne. Nur mit Rr. Große Rohre. Das ist ja lustig. Klimaanlage, ey. Fahrradfahrwerke, dafür habe ich zu wenig. Klimaanlage oder Klimaauslage? Auslage. Okay. Links, rechts, außen. Das siehst du, hätte ich mal. Gucken wir, wie viel Geld wir haben zu Hause. Weil ich mir Fahrrad kaufen könnte. Hey, du brauchst dir kein Fahrrad kaufen. Ich brauche nur noch ein Lenkrad, dann baue ich dir eins. Lenkrad, gibt es das hier vielleicht? Brauchen wir noch irgendwas? Motivation. Und ein cooles Gesprächsthema. Ja, dann sag doch mal was. Ja, immer muss ich hier alles sagen. Also, Ja, du Jasmin, willst doch bitte. über was Lustiges quatschen. Ja. Und ich frage dich, ob wir hier irgendwas Bestimmtes brauchen. Keine Ahnung. Ja, war Haben die, klar, haben, keine hat er Ahnung. Gyros? Nee, immer noch Ich hätte nicht. jetzt aber gern Gyros. Nee, dann reicht das erstmal. Ja, dann reicht das. Dann bin ich halt enttäuscht. Aber das ist dann nun mal so. Macht nichts. Ach, jetzt habe ich 10 leere Wassergläser. Die hätten wir doch voll machen Ich können, gebe jetzt das Jasmin. Geld einfach mal aus, weil dann habe ich das nicht zum Mitschleppen. Jasmin. Was, Vitamine kann man auch immer gebrauchen. Weißt du was, Jasmin? Wir haben jetzt 98 Schrotpatronen. Schrotpatronen. Achso, hier diese mehr Schaden gegen Holz, ne? Die Holzsplitter-Mod. Die kannst du verwenden. Ich. Ja. Ich. Ja. Ich. Ja. Ich. Weil ich kann die nicht nehmen. Ich habe die schon auf meiner Axt und die ist echt gut. Ich hab doch auch schon was auf meiner Axt. Ach so. Hä, hab ich dir doch vorhin gesagt, dass ich den einen Mod nicht mitnehme, weil ich meine Axt schon aufgewertet habe. Ach so. Wäre schön, wenn du mir das auch mal gesagt hättest. Ja, ich weiß, dir muss ich alles 500 Mal sammeln. Was brauche ich denn jetzt hier noch? Nimm doch mal ein Reparaturkit eins mit. Wieso geht die Ja, Dose ja. nicht rein? Wieso habe ich das Ei hier schon wieder drin? Frag mich öfter mal, Habe wa? ich jetzt einfach nur Holz verbrannt? Boah, ich bin ja so doof. Ich bin ja so doof. Ja, manchmal schon. Würde es Werbung für Doofheit geben, wäre meinem Gesicht im Slogan. Wo bist du jetzt hin? Das geht dich gar nichts an. Datenschutz. Lass mich in Ruhe, scheiß Stalker. Okay. Die Alte ist bescheuert. Ich habe gar keine Ruhe. Ich muss hier abhauen. Ich muss hier weg. Habe ich eigentlich jetzt Essen, Trinken? Ich habe hier gar nichts mit. Doch. Ich habe drei. Ich nehme noch mal schnell was mit. Jetzt habe ich Panik gekriegt und habe was vergessen. Ich muss mir schnell noch Sachen einpacken, bevor die Alte nach Hause kommt. Das ist mein großer Moment. Verdammt.
Ach da. Ich dachte gerade, mein Fahrrad wäre weg. Dachtest du das? Ja. Wo bist du denn? Auf dem Weg nach Hause, weil ich will erstmal die Sachen wegbringen. Okay, liebe Frau. Soll ich wieder zu den Hütten, wo der Zombiebär war? Ja. Fragezeichen? Ich meine, ich habe ja ein bisschen Zeit. Mach doch. Willy. Willy. Krasser Typ. Krasser Typ. Ja, BMX-Profi. Ah, idyllischer Fluss. Schade, dass du da drinne warst. Ach, ich musste diesem Haus da dann nachher aufräumen. Ja, aufräumen? Naja, säubere das okay. Gebiet, aber ich gehe jetzt erstmal alles wegbringen. Doch, richtig krasser Typ. Ich räume da jetzt auf. Ja, ich räume da auf. Der kreist hier der Hammer. Gehe ich mich erstmal killen, weil ich ja infiziert bin? Da gibt's erstmal einen Satz heiße Ohren. Jasmin. Gibt's erstmal was auf die Brille. Auf die Brille. Auf die Brille. Auf deine, ey. Ah ja? Gleich kreist hier der Hammer, junge Dame. Leer? Leer. Ah, leere Tasche. Ich ziehe meine Leere aus der leeren Tasche. Kann das sein, dass das Ding da irgendwo liegt, auf dieser Insel? Kann das sein, dass ich immer die Dietriche zu Hause lasse und das immer verraffe? Da ist doch auch so einer Baumstamm. Und ich bin voll der Hitman. Ich habe erst das Huhn mit dem Pfeil erschossen und dann mein Fahrrad rüberrollen lassen, damit es aussieht wie ein Unfall. Niemand kann mir was nachsagen. Bist du doof? Jasmin? Wieso, was habe ich denn gemacht? Der hat mich hier erschrocken und deswegen habe ich den Hasen nicht gekriegt. Was dafür? Au! Ich habe das Gefühl, dass mein Stock mal stärker war. Mein Schlagstock. Hier ist der Hase. Ich will mal wissen, wo diese Kiste wieder liegt. Hier ist ein Huhn. Ah, hier ist ein Rucksack. Leerer, muffiger Rucksack. Das gibt's nicht. Du kommst mir gerade ungelegen, mein Freund. Ich hab McNugget verloren. Und ich hab Hunger. Das ist ja jetzt irgendwie ein bisschen schade, ne, dass McNugget weg ist. So, ich bin jetzt in der City. Liebes, ich weiß, wir hatten keinen guten Start, aber wir sollten unsere Differenzen direkt klären, damit das nicht noch in einem Streit ausartet. Schön, auch dass wir einer Meinung sind. Hm? Ich tauch gerade. So, hier waren wir ja drinnen, ne? Genau. Mein Fahrrad lasse ich mal da liegen.
Ich gehe jetzt mal ins Aldus-Kabinett. Vorher gehe ich aber nochmal aufs Dixie. Das packt die Spülung nie. Ich sehe auf jeden Fall blaue Big Bags. Ein leerer Müllcontainer. Warum sind denn hier in der City so viele Zombies? Ich komme hier nicht hoch. Hallo, komm doch rein, mein Freund. Hier ist Müll. Willst du den noch haben? Mein Blei. Da musste er leider hops gehen. Da hat er richtig einen von Latz gekriegt. Beim Müll hört der Spaß auf. Ist alles mein Müll. Genau. So ein Pappkarton hat mal eben hier 200 Leben gehabt, ne? Klopf, klopf. Oh, ich muss mal was trinken. Mach mal. Ich lass mir so lange die Tür öffnen. Gnädigste. Ich hab richtig aufreizend angezogen. Nimm mal Knüppel, komm hoch. Oh, da kann ich doch nicht hingucken. Das ist doch... Wenn mein Freund das sieht. Aua, die hat mich zweimal geschlagen und zweimal getroffen. Na, da läuft ja was verkehrt bei dir. Ja. Das ist eine ganz wilde Mieze. Da komme ich nicht, das ist mir zu viel Frau. Da komme ich nicht mit klar. Ab jetzt nehme ich Männer. Da komme ich mit klar. Der war viel aufreizender zu mir. Hat mich nicht einmal geschlagen. Ich habe zwei Wasser gefunden. Ich kann mal wissen, wo diese blöde... Was ist das für ein Geräusch gewesen? Ich bin oben auf der Brücke. Haha. Eins, zwei, drei Zombies. Du hängst da fest. Ich dachte, hinter mir ist auch einer. Jetzt habe ich mich in der Ecke manövriert. Manövriert? Ja. Ich stehe oben auf der Brücke. Keine Ausdauer. Jasmin, hilf mir. Aber hier ist noch einer. Oh, da ist ein Rucksack. Ich habe einen Stufe 2 Steinvorschlaghammer. Ich habe aber auch einen Stufe 2 Eisenvorschlaghammer. Hast du einen Stufe 2 Hammer? Ja. Ja? Stufe 4. Du hast einen Stufe 4 Hammer? Ja, dieser Vorschlaghammer, also dieser Dingshammer da, den du mir mal gegeben hast, ne? Nee, den großen Hammer. Den großen. Sehr schön, ich habe ihn dir mitgenommen. Ich hab nur diesen kleinen da zum Aufwerten, wie du mal sagst. Welcher Zombie macht denn so eine komischen Geräusche? Ich würde gerne trotzdem wissen, wo die das abgeschmissen haben. Knochen. Ein leeres Glas. Oh Gott.
Oh, hey. Alter, ich hab dich zuerst drüben gehört und dann durch dein Mikrofon, ey. Ich weiß jetzt, welcher Zombie. Dieser, der immer so komisch rumspringt, der mich schon ein paar Mal gekillt hat. Der macht so komische Geräusche. Auf die Insel rüber wieder. Oh, hab ich Herzbock an. Ich glaube, da schwimme ich gleich mal rüber. Oh nee, das Wasser hat sich gerade erst hoch. Ich habe mein Mikro geschlagen. Tut mir leid. Das Wasser hat sich gerade erst erholt, Jasmin. So ein bisschen doof, oder? Die Fische haben schon fast gar nicht mehr gestunken. Ja, schade, ich habe doch irgendwas mitgenommen. Was habe ich denn da? Scheinbar. Das war nur Holz. Nee, das war nur Holz. Holzpilz? Hm. Du meinst doch auf der Fete letztens, wo du warst, ne? Wann war ich das letzte Mal auf einer Fete, ey? Wann bist du mal nicht besoffen, ne? Heute. Naja, der Tag ist ja noch jung, ne? Hat ja gerade erst angefangen. Ja, ja. Ist ja nicht so, dass wir immer spät abends aufnehmen oder so. Nein. Immer am Tag. Ich saufe immer am Tag an rein. Harte nehmen. Aua! So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier alles ist. Hier sind überall Regale und hier ist nur Pappe. Hier sind überall Regale und Pappe. Das war doch letztens in den Charts, in den Single Charts. Das war doch letztens in den Charts, in den Single Charts. Und das war doch das zweite Lied von den Charts, ne? Das war das zweite Lied von den Charts. Ist der Titel, das war das zweite Lied, nicht das dritte Lied in den Charts gewesen? Ist der Titel nicht von dem was? 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 So, jetzt kannst du dich auch mal vernünftig einkleiden hier. Bin immer vernünftig eingekleidet. Siehst du wenigstens mal stylisch aus. Ich sehe immer stylisch aus. Nee. Jasmin? Nein. Perfekt. Ja. Ich komme hier nicht runter. Und was soll ich jetzt machen? Achso, ich wollte das mal mit dem Eimer ausprobieren. Da ist das Bein ab. Das Bein ist ab. Der braucht nicht mehr zum Zahnarzt. Die Zähne sind raus. Aua. Aua, aua. Einer nach dem nächsten. Der nächste, bitte. Einer nach dem nächsten. Einer nach dem anderen. Hallo, der nächste. Junge Dame, Sie sind dran. Sehr schön. Ich habe hier einen Holzfäller. Ich bin der einzige wahre Mann. Nahkampfwaffen für Werkzeug verringert die Abnutzung von. Oh. Wo mache ich das jetzt ran? Oh, eine Dose Lachs. Die habe ich mir gegönnt. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Warum nicht abgelaufenen Lachs? Meine Axt richtig geil. Nochmal. Aufgepimpt. Aufgepimpt? Ich habe jetzt ein beschwerter Kopfmod und strukturelle Klammermod. Dass sie nicht so schnell kaputt geht. Geil, ich habe ein selbstgebautes Maschinengewehr. Strukturelle Klammermod. Wo hast du die rangemacht? An die Axt? Ja. Ah, cool. Also ich habe jetzt ein Sandwich. 762er Munition, 14 Stück. Ein Stufe 2 Maschinengewehr. Strukturelle Klammermod. Und der Schlagmann Band 6. Der Schlag was? Schlagmann. Gleich mal einpflanzen. So, verändern. Ich kill mich eh gleich einmal. Ich will jetzt einmal kurz die Samen. Die Samen? Regnet das schon wieder? Ich hätte fast alles gar nicht mitgenommen. Hätte ich jetzt die Klammermod nicht raufmachen wollen, hätte ich es gar nicht mitgenommen. So, das habe ich. Und jetzt habe ich hier noch eine Savage Country Kiste. Und einmal Shamway Foods. Hier ist eine Glücksbrille. Das ist eine Glücksbrille. Ja. Und ich habe eine Schamsuppe
Und ein Yuccasaft-Smoothie. Ui. Ja, ein Smoothie. Den gönne ich mir nachher, wenn ich meine Jutehose anhab. Soll ich das mal mit dem Eimer ausprobieren hier? So, Glücksbrille. Ich hab schon eine auf. Bist jetzt glücklicher? Beutebonus plus ein. Oh, die ist besser als die, die ich hab. Willst du eine Glücksbrille haben? Nee. Nee? Was soll ich damit? Beutebonus. Also du kriegst mehr aus den Kisten, denke ich mal. Ich nehme sie dir mal mit. Du brauchst das, ja. Jasmin. Ich. Jeder braucht heutzutage eine Glücksbrille. So. Jetzt gucke ich mal, wie viel wir aus diesem Eimer rauskriegen an Wasser. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Hier war ich noch nicht. Zwei Blatt Papier. Acht Blatt Papier. Ich alte Leseratte. Habe ich mir gedacht. Level up. Und wieder? Ja. Immer wenn ich braun sehe, fällt mir nur eins ein. Level up. Dass sie echt entzückend süß sind, wenn sie schlafen. So, jetzt guck ich mal eben. Aua. Oh, Jasmin. Ich hab 17 Lehm gefunden. Hm? So, hey, hier habe ich ja auch noch. Lehm? Leser, warte mal. Ein leeres Glas. Spülbecken und Toilette ist das Wasser. Wasser kann in ein geschlossenes Behältnis oder ein Loch im Boden geschüttet werden, um es aufzubewahren. Ah! Cool. Ich habe hier noch mal eine Maissaat Lerndings hier, weißt du? Da hinten ein Loch. Dann kannst du das mal lernen, wie man Maissamen herstellt. Oder kann man hier irgendwie was herstellen? Dreckiges Wasser. Drei Röhrchen. Ich will schon ein Klo bauen, ne, wa? Was willst du mit dem Klo? Das Wasser da reinmachen. Im Klo? Ja, stand Spüldingsbums da oder irgendwie so ein Spüldings. Oder haben wir eine Schale oder so? Nee. Also irgendwas so zum Reinmachen. Ich bin ein bisschen überladen, Jasmin. Hm. Du, ich bin jetzt gerade im Fliesencenter. Wolltest du noch irgendwas Bestimmtes? Wir hatten doch da einen Brunnen. Nee, wir können keinen Brunnen machen. Hm, ich brauche irgendwas, wo ich das Wasser... Nein, ich brauche nichts. Ich brauche irgendwo, wo ich das Wasser reinmachen kann. Psst, Jasmin. Ja. Ich bin auf der Jagd. Dann muss ich erstmal ein Loch buddeln. Der Schlechter war wieder unterwegs. Da passiert ja nichts, ne? Im Loch? Naja, wenn ich ein Loch buddel wegen den Zombies, können das ja nicht kaputt machen oder so, ne? Oder verseuchen? Nee. Meinst Nein. du? Ich hab doch hier ein großes Loch im Schuppen gemacht. Ja. Ach, da willst du jetzt Wasser reinmachen? Nicht? Ja, doch, doch, das klingt nach einer Idee. Da haben wir unseren eigenen Gartenteich. Wenn die da reinfallen, dann passiert nichts, ne? Ich hab so viel Loot, ich weiß nicht, ob das dumm ist, jetzt hier reinzugehen. Es klang ja kurzzeitig ruhig, ne? Kann ich durch die Scheibe schießen? Versuch doch. Ich habe da was geweckt. Upsala. Meine
Ha! Like a Ninja! Outplayed! Er schlägt die Frau! Sie schlägt den Mann! Was meint ihr, haben sie nicht alle hier? Oh doch, ich kann da durchschießen. Das ist ja schön. Aber ich treffe nicht. Aber ich bin auch ziemlich weit weg. Füll mal ein bisschen das Loch da mit Wasser. Wie kann das sein? Ey, die stehen einen Meter von mir entfernt und ich treffe die nicht. Ich weiß nicht, wie das geht mit dieser... mit dem Fliegen, ey. Ich kann auch nicht raus, richtig. So, und... das kann ich. Mund auf. Ja. Also eigentlich bin ich schon krampfhaft überladen. 46 Minuten genau. Oha. Ja, kleinen Moment. Ich will nur mal, weil ich bin hier gerade nicht alleine. Ich will zumindest noch säubern. Bin ich hier doch alleine? Bin ich hier nicht alleine? Ist der oben? Ich habe deinen kleinen Baufehler schon fast wieder gut gemacht mit den Sachen, die ich gefunden habe. Oh, was mache ich denn hier? Warte mal. Okay, ich würde sagen, nächste Folge geht's weiter. Wir gehen wieder zurück, sortieren alles aus, verkochen alles, räumen alles ein und bauen Kisten. So, Jasmin, möchtest du noch mal was sagen hier? Tschüss. Ja, das war ja übersichtlich. Schalte wieder bis ein. Zum nächsten Mal. Bis dann, mach's gut. Ciao. Tschüss.